Moin zusammen, wir gehen jetzt zu zweit nach Willow mit null Beweisen und hoffen, dass wir gute Verstecke kriegen, weil Willow, da ist es ja manchmal ein bisschen schwierig mit Verstecken, je nachdem wie die spawnen, welche Verstecke spawnen. So, Breaker ist im Keller. Firelight, Incense, okay, die Aufgaben, die sind okay. Dann machen wir die übliche Vorbereitung und es geht rein. Und Zugriff. So, dann gucken wir mal, was unser lieber Geisterkamerad hier macht. Ups. Der Knochen ist hier in dem Hallway. Vor der Kellertür. Cool, direkt einen Knochen gefunden, das ist immer schön. Weil manchmal finden wir sogar in Willow nicht den Knochen, weil der was weiß ich wo liegt. Ich glaube, der hat hier unten gerade was geworfen. Der ist im Keller. Irgendwas von dem Werkzeug, die Pinsel, es klang nach den Pinseln. Ghost, are you here? Ja, das war gerade eine Spraydose, aber wo? Ich habe gerade ein paar Pinsel fallen hören und eine Spraydose. War das hier? Nee. Ah, hier, in dem linken Zimmer. Hier wirft er Spraydosen. Die nehme ich mal mit. Ich nehme mal eine mit. Hier, ich schmeiß die dir hier hin, dann kannst du ein Foto machen. Warte, hier. Hier, ich schmeiß die hin. 3, 2, 1. Hier, kannst fotografieren. Den Knochen hast du schon versorgt, ne? Und deine Klasse schon ausgeboostet. Ja, die kannst du ja auch fotografieren, wenn es gerade passiert ist. Ja, das eine hat ja gezählt, das ist auch gut. Nehmen wir mal ein Salz mit. Können wir schon mal dahin tun. Ah, ist schwierig, da unten für Venti zu testen. Ach, weil es so ein kleiner Bereich nur ist. Und die folgen einem ja nicht über Etagen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der eher im linken Raum ist oder im rechten. Hast du die eine Tür dazu gemacht von dem linken, von dem rechten Raum? Ja, ja, ich immer gerade am Knochen so gemacht, ne? Der ist doch da oben vor der Tür gewesen. Ich dachte, du hast den versorgt. Ist gut, vergessen. Oh Mann, ich will bloß wieder mit mir. Kiki wieder. Kiki vergisst wieder alles. Okay, es ist kein Wraith, er ist in Salz gelaufen. Okay, ich überlege gerade. Oben bräuchten wir noch einen Ghost Highway. Können wir da einen machen, wenn hier das Versteck ist? Schauen wir mal. Weil da unten das Versteck ist Rotz, ja. Okay, hinten in dem Schlafzimmer, rechts das Schlafzimmer, da ist ein Versteck. Da baue ich dann jetzt den Ghost Highway dann hin. Hey, der latscht da aber fleißig rum da unten. So, dann tun wir einen Sensor hier hin, dann sehen wir es, wenn der hochkommt. Dann tun wir noch einen hier hin, dass wir sehen, wenn der sich uns nähert. Und der hier, der kommt unten hin. Damit testen wir gleich, ob der hier zu uns läuft. Wegen Bench hier und so. So. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Wir bauen jetzt mal kurz die Verstecke auf und so. Bis gleich. So, dann haben wir schon mal hier vorbereitet soweit. Ich kann noch kurz hier so einen kleinen Multi Highway hier unten noch herrichten. Sie macht da oben gerade einen. So. Kann man so gucken, ob der hier was macht. So, dann schauen wir mal, was der macht. Also die Kerze hier, die haben wir ja schon mal benutzt. Die können wir dann jetzt auch für die Fotos benutzen. Er hat vorhin wohl einmal Licht ausgemacht. Oh, das EMF ist wieder buggy. So, muss man einmal kurz aus und wieder anmachen. Show us, give us a sign. Are you here? Show us, give us a sign. Oh, welche war das?
Sind dann, müssten dann zwei Fotos auf einmal sein, noch zwei Fotos. Can't wait. Show us, give us a sign. Are you here? Show us. Läuft aber oft hier raus. Are you here? Show us. Give us a sign. Are you here? Na komm, Geist, mach zwei Fotos. Was hast du geworfen? Kamera? Wo ist die? Was gezählt? Ja. Und Kerzi? Und dann haben wir schon alles, ne? Ja. Okay, Fotos sind voll. So, die Kerzen für einen späteren Onryo-Test. Ich empfehle das immer, die ein bisschen zu trennen. Die hier, das hier schmeißen wir an die Tür, falls das ein Yurei ist. Und die lassen wir mal hier, falls wir sie brauchen. Show yourself, are you here? Give us a sign. Wir können jetzt auch auf Banshee und Moroi testen. Oh, die Dots sind so laut. Jetzt warten wir auf den Whisper und sobald wir den Whisper haben, gucken wir nach unserer Sanity. Dann merken wir uns den Wert, kommen wieder rein, setzen uns ins Licht und gucken, ob der Geist, ob der uns die Sanity runterzieht. Weil ein Moroi kann einen verfluchen mit einem Whisper und oder mit der Spiritbox-Antwort, aber wir haben ja keine Beweise, deshalb haben wir nur den Whisper, mit dem wir das testen können. Und dann, wenn die Sanity rapide runtergeht, obwohl wir im Licht sind, ist es ein Moroi, und wenn nicht, dann nicht. Und da vorne liegt noch ein Parabol, falls du das auch nehmen willst. So. Der hat aber bisher noch nicht gewispert. So, bis jetzt noch nicht. Ja, jetzt hat er gewispert. Gerade im Moment. Okay, dann gucken wir kurz nach der Sanity und dann gucken wir, ob die runtergeht. Ja, ich guck kurz. Bleib du da unten im Licht. Sag aber Bescheid, falls der Breaker ausgeht oder das Licht ausgeht. Weil am zuverlässigsten ist der Test, wenn man im Licht bleibt. So, dann schauen wir mal. Ich bin irgendwas um die 80, sie ist etwas um die 90. So, und gucken wir jetzt mal, ob von ihr die Sanity runtergeht. Sie sitzt ja unten im Licht rum. Springt sie nochmal auf 90? Nee, es geht runter. Oder? Zeig mir nochmal 90 an. Oder zeig mir 85 an, dann weiß ich, dass es runtergeht. Nee, geht nicht wirklich runter. 86 ist das niedrigste. 90 wieder das höchste, okay. Ja, Moroi ist raus. Sonst würde man irgendwann ziemlich schnell schon den niedrigsten Wert unterbieten, wenn es ein Moroi wäre, und den höchsten Wert gar nicht mehr sehen. Was in dem Fall die 90 wäre. Der niedrigste Wert war die 86. Wir hatten sehr schnell eine 85 irgendwann mal gesehen. Weil die schwankt ja immer so, die Sanity. Okay. Dann haben wir den Moroi jetzt ausgeschlossen. Wir gucken jetzt, ob es ein Banshee ist. Jetzt sag ich, wir haben schon wieder ein Moroi aus. Kann gut möglich sein. Aber hier rüber ist der nicht gekommen, ne? Nein, nichts. Hat einen Schraubenschlüssel geworfen. Gucken wir mal. Das ist nur ein Reading. Na, zwei. Zwei von zwei verschiedenen Orten. Aber nicht so nah beieinander, dass es Twins sein können. Okay. Okay, wir bleiben jetzt hier ein bisschen sitzen, gucken, ob der zu uns kommt, achten auf Twin Interactions und oh, wieder ein Whisper. Dann können wir schon mal ein paar Geister dadurch ausschließen. Bis gleich. So, was ich machen kann, während wir warten, ist hier auf mehr testen mit den Lichtschaltern. Aber wir testen es auch noch mit der Hunting Threshold. Ne, keine Reaktion dazu. Okay, das Licht im Geisterraum ist jetzt im Moment aus. Also falls du einen Lichtschalter hörst, dann hat er es angemacht. Dann können wir den mehr ausschließen. So, ich bleibe hier mit der Kamera parat, falls er uns ein Event gibt. Und wir gucken, ob der zu uns kommt. Ich glaube aber nicht, dass wir hier einen Banshee haben.
So ein Banshee können wir auch schon mal rausschmeißen, weil der ist ja gar nicht zu uns gekommen hier. Und das Kurzi hier ist einfach nur da, um unseren Fluchtweg nach oben zu sichern, weil hier unten ist kein Versteck. Da ist zwar eins in dem Raum, aber das können wir nicht. Den nun bereits schon reinschauen. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr warten, bis die Sanity runter ist, um zu gucken, ob die früh handeln. Und der Jin, das müssten wir mit dem Breaker gucken. So, dann hat man noch was. Okay, wir sind zwischen 50 und 60. Jetzt testen wir auf Early Hunter. Weil jetzt können wir testen, ob es vielleicht ein Meer ist, ein Onryo oder so. Oder ein Raichu. Wenn der jetzt versucht zu handeln. Es ist leider sehr riskant, hier rauszukommen, ne? Der wollte gerade darüber gehen. Der ist durch das Salz da gelaufen. Könnte aber Roaming gewesen sein. Wie gesagt, hier unten ist das sehr schwer, die Stalker zu testen. Okay, die ist aus. Er hat ja vorhin schon ein paar ausgepustet. Da steht sie bei meinem Püppi. Mach mal ein Foto. Da, die Kamera liegt vor dir. Da beim Püppi. Okay, kein Phantom. Vorsicht, sie ist jetzt hier. Ich glaube nicht, dass wir einen Early Hunter haben. Lauf! Lauf, lauf, lauf! Shit. Oh, die Tür ist zu. Komm, lauf, 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 lauf. Wir müssen gleich mal unsere Sanity checken, das ist wichtig. Ich glaube, keiner von uns hat welche verloren. Oh, wir müssen unbedingt die Sanity checken. Ich dachte, das war's für mich. Ich dachte jetzt auch, das war's. Die ist genau vor meiner Nase gespawnt. Ich dachte, die spawnt jetzt auf mir. Das war knapp. Ich habe sofort so einen Instant-Angst-Smatsch gemacht. Bleib erstmal lieber im Versteck und lass das Licht da an. Boah, die hat uns jetzt aber erschrocken, ey. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, es ist doch normale Hunting Threshold. Wir sind nämlich genau auf die 50 gekommen. Es war wahrscheinlich diese kurze Zeit, die das Licht jetzt aus war während des Ghost Events. Und sie ist genau zwischen den Kruzis gespawnt. Das war noch der Witz gewesen. Oh, wie soll ich denn nachher da unten Onryo testen? Das wird so schwer. Ihr habt ja gesehen, wie riskant das jetzt war. Also, willst du vielleicht auch den Goro? Ja, kann trotzdem noch sein. Ich muss mal gleich jetzt hier auf Jin noch testen. Wir sind genau bei 50. Okay, es ist doch kein Jin, ha? Huh? Nee, es war nur das Kruzi, okay. Wahrscheinlich kein Spirit, waren keine 3 Minuten. Könnte ein Jin sein. Ist auf jeden Fall kein Deochen. Was anderes konnte ich jetzt nicht groß feststellen, weil wir einfach nur in Panik weggelaufen sind. Ich gehe mal kurz hier ins Dunkle, dass die Sanity noch ein bisschen runter geht. Okay, warten wir mal auf den nächsten Hand. Die hatte jetzt vorhin das Kruzi benutzt. Obwohl, solange das Kruzi noch da ist, könnte ich eigentlich Onryo testen. Schwierig. Ich traue mich nicht. Okay, hat wieder das Kruzi benutzt. Du kannst ja hier oben im Flur mal das Licht kurz anmachen. Du kannst nicht handeln. Du hast gerade das Kruzi benutzt. Die Tür ist zu. Ich kann die Kerzen nur nicht beobachten. Die kommt schon wieder raus aus ihrem Raum. Sie ist da drin. Kerzen sind an. Die ist aus. Aus. Aber sie handelt nicht sofort. Okay.
Ich komme mal wieder hoch. Ich weiß nicht, On-Rio-Test ist sehr schwierig. Okay, also, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sie kommt da raus und sie sieht mich hier, das müssten 3 Meter sein. Mehr als 3 Meter für den Djinn, hoffe ich mal. Sie huntet, bleib im Versteck. Sie ist, glaube ich, ins Salz. Djinn! Djinn! Wow! Was war das jetzt? Hä? Was war das jetzt? Habt ihr das gesehen? Die war noch 1 Kilometer weit weg. Ich wollte gerade smudgen und dann auf einmal ist die immer drin gewesen plötzlich. Hä? Es war kein Revenant. Ich glaube, das war ein Djinn, weil man hat gehört, wie sie schneller geworden ist. Aber hä? Warum hat die da so einen Sprung auf einmal gemacht? Was ist das? Ich hoffe, sie hat gehört, dass ich Djinn gesagt habe. Hä, was war denn das? Das war jetzt mies. Ich fahre mit Djinn einfach. Ja. Das Ganze mit dem Plan, fahr mit Djinn, fahr mit Djinn. Fahr ruhig mit Djinn. Ja, ich konnte ja noch nicht mal smudgen während des Hans. Was? Warum hat der erste Smudge während des Hans nicht gewirkt? Ich habe extra die Grace Period abgewartet. Ich habe sie doch abgewehrt bei dem ersten Hand. Ja, ich habe hier Tassi. Da. Kannst mit Djinn fahren. Was war das? Warum war die auf einmal? Was ist Djinn drin? Hä? Das war jetzt gerade komisch gewesen. Es war ein Revenant? Aber warum war die so langsam? Was? Das war jetzt wirklich komisch, wie die auf einmal vor mir war, ey. Also, nee. Es gibt vielleicht, ja, es hat uns ein Level gegeben, aber. Uff, das war echt komisch. Naja, hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.